Seite, okay. Und ist das, was ist das da? Ist das dein Name? Meine Yusuf. Hallo alle zusammen. Wir sind hier heute, weil wir mit den Leuten, die hier in diesem Asyllager wohnen, solidarisieren möchten. Also wenn ihr nicht hier leben möchtet, dann sagen wir alle, das Lager muss weg. Das Lager muss weg. Das Lager muss weg. Das Lager muss weg. Das ist der Anfang. Wir sollen keine Angst haben. Ja, wenn man einen Film zeigen, einen Film über die erste Karawane in Deutschland. Der Film hat so angefangen, dass Leute wie ihr, Leute wie ich zusammengekommen sind und gesagt haben, wir wollen nicht mehr so leben, wie man uns behandelt oder nicht hier so leben, wie wir leben. So hat die Karawane angefangen. Ich habe sie wieder gesehen. Wenn die Heimatwelt erklärt, dass sie Besuch von Menschenrechtsgruppen bekommen, setzt sie die Bewohner unter psychologischen Druck. Sie sagen, wenn sie dich mit denen einlässt, musst du mit Abschiebung rechnen. Die Drohung, uns abzuschieben, war immer eine Taktik. Ist dies ein Hindernis, um an der Karawane teilzunehmen? Die Probleme ist es, die Gesetze so stark. Jetzt greifen die Flüchtlinge selbst davon. Und dann können wir das alles auf die Probleme.